Ohio, Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn. Ja, und es ist, wenn ihr das vorhergehende Video geguckt habt auf meinem Kanal, dann wisst ihr, das ist jetzt der Teil 2. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, ich habe das Ganze mal da oben in der Infobox verlinkt, damit ihr das euch vorher anguckt, damit ihr wisst auch, worum es geht. Das ist ganz wichtig. Ich werde es auch nochmal in der Endcard verlinken, falls ihr jetzt nicht aufhören wollt und wollt da gucken. Aber wäre schon wichtig, denke ich mal, dass ihr wisst, worum es geht. Heute heißt das Video das Goldhaus auf der Veddel. Davor hieß es die goldene Wand im Veddel. Das ist ein Stadtteil in Hamburg. Das habe ich gelernt. Ja, ich habe sie das sogar behalten. Und ja, wir gucken mal. Also die wollten da eine Wand vergolden mit Blattgold. In einem Stadtteil, wo das überhaupt nicht passt. Und die Bürger und Bewohner dieses Stadtteils eher andere Sorgen haben, als eine goldene Hauswand zu wollen. Und ja, wie gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal zusammen an, was daraus geworden ist. Das Ganze ist ein Jahr später. Und ja, vorgeschlagen wurde mir das Ganze auch diesmal wieder von unserem Schildi 01 oder Schildi 1. Ich glaube, ja, das heißt Schildi 1. Ich sage immer 01. Aber es ist Schildi 1. Genau. Und genau, schauen wir es uns an. Und genau. Okay. Ich kriege hier gleich noch was rein. Das sage ich auch schon aber dann am Ende. Aber ihr seht es ja auch unten im Stream. Also genau. So, da haben wir das Video und wir starten mal rein. Die Veddel, einer der ärmsten Stadtteile Hamburgs. Das Durchschnittseinkommen liegt hier bei rund 15.000 Euro pro Jahr. Also 15.000 Euro pro Jahr. Man kann also sagen, die meisten sind entweder nur Geringverdiener oder amtsabhängig. Solche Stadtteile gibt es ja immer wieder. Im neueren Stadtbild wird das Ganze immer gern auseinandergezogen. Das heißt, es werden diese Brennpunkte werden auseinandergezogen. Da kommt mal da was hin, mal da was hin, mal da was hin. Wir hatten hier vor Jahren in Frankfurt auch mal so einen, ja, kann man sagen, Stadtteil im Stadtteil. Aber das war eher kriminelle Art und Weise. Aber das ist auch komplett auseinandergezogen, weil also die Stadt hat da die Leute alle woanders hingesetzt und die sind jetzt so weit auseinandergezogen, dass sie sich nicht mehr so miteinander kommunizieren können. Aber das, ich finde, solche Viertel haben manchmal sogar mehr Charme als diese Bonzenviertel, will ich jetzt mal so sagen. Aber also ich finde die Häuserwände da immer noch sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich immer schade, weil die Menschen haben dort Probleme und ja, genau, wir gucken weiter. Klar, dass hier nur noch eins gefehlt hat. Das umstrittene Kunstprojekt Veddel vergolden hat heute begonnen. Nee, nicht wirklich. Sie haben das nicht allen Ernstes wirklich gemacht. Also wie kann man nur so dumm sein? Da soll eine Backsteinwand komplett mit Blattgold belegt werden. Ja, belegt ist bei denen auch was anderes, nämlich das Hirn. Und zwar mit Dummheit. Na, da schau her. Wo, wenn nicht auf der Veddel, wäre Blattgold passender? Ich sag jetzt mal, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, auch wenn ich kein Fenster gerade habe, wo ich mich rauslehnen könnte. Aber ich glaube, es gibt wirklich kein Gebäude und kein Stadtteil, bei dem, selbst wenn er noch so bonsenhaft übertrieben wäre, bei dem man Blattgold an einer Wand braucht. Das gehört in eine Kirche vielleicht oder so, aber doch nicht an Häuserwände. Die Menschen staunen, sind fasziniert. So etwas gibt es bislang nirgendwo in ganz Hamburg. Das gibt es nicht nur, glaube ich, nicht in ganz Hamburg nicht, sondern auch nicht in ganz Deutschland. Obwohl, korrigiert mich, wenn das falsch ist. Wenn ihr irgendwo eine Häuserwand kennt, die mit Blattgold belegt ist und keine Kirche und so, ja, dann bitte unten in die Kommentare. Wir wollten uns das angucken. Wir haben das in den Medien verfolgt. Es gibt ja auch so eine Auseinandersetzung darüber, ob das nun gut ist oder ob das nicht gut ist, ob die Veddel das braucht oder ob die das nicht braucht. Da kann man was Besseres machen, als eine Fassade mit goldener Farbe hier zu malen. Also, die beiden Herren haben natürlich vollkommen recht. Es gibt da diese Diskussion oder gab diese Diskussion in Hamburg. Hatten wir auch schon im ersten Video. Und ich gebe zu, ich bin da absolut dagegen. Das ist absoluter Unsinn. Wenn es dann wenigstens nur Farbe wäre, dann wäre es ja noch in Ordnung. Aber es ist ja nicht mal Farbe. Es ist echtes Gold, was da an die Wand geplappt wird. Und nein, das muss nicht sein.
Farbe hätte nicht so viel Geld gekostet. Eine goldene Farbe hätte, sagen wir mal, 10.000 Euro das Ganze gekostet und nicht 85.000, weil das Gold so teuer ist. Ey, ist Unsinn. Kann das wirklich Geldverschwendung? Ja. Und dann beschweren sich die, ey, wir haben kein Geld. Doch, für unnötige Sachen. Ja, was sind... Ja, unnötige Sachen, genau das ist es. Das ist völliger Unsinn, völlig unnötig und für sowas wird Geld rausgeschmissen, dass die Steuerzahler bezahlen müssen. Nein, 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 absolut kein Verständnis dafür, da habe ich kein Verständnis, null. Das sieht nicht mal schön aus, das sieht grottenhässlich aus, sorry. Sind doch nur 85.000 Euro, die das Vergolden kostet. Ein Kleckerbetrag für das, was dadurch entsteht. Es geht ja immer darum, mit Kunst... Also, lieber Kistenkater, doch, ich würde mich auch aus dem Fenster lehnen. Ich lehne mich ja ab und zu mal über unseren Balkon. Ich weiß aber, worauf du raus willst. Ich habe Höhenangst, ja, okay, aber... Ey, ich bin auch in der Schule im vierten Stock und da lehne ich mich jeden Morgen aus dem Fenster. Mhm. Weil ich mache sie meistens auf und dann gucke ich raus. Genau. Irgendwie sozusagen erstmal einen Punkt zu treffen, der irgendwie wund ist und Denken in Gang setzt. Und da gibt's andere Möglichkeiten, um das Denken, den wunden Punkt zu treffen und das Denken in Gang zu setzen. Aber nicht solch eine Geldverschwendung. Das sieht so elendiglich aus. Nee, und in diesem Stadtteil braucht man andere Dinge statt Gold an der Wand. Und wie das Denken in Gang gesetzt wird irgendwie. Jetzt ist auf der Veedel alles Gold, was glänzt. Hm? Das kommt so von oben herab. Es hat nichts mit dem Stadtteil zu tun, hat nichts mit den Bewohnern zu tun, sondern es ist, der Stadtteil wird als Plakatwand missbraucht. Stimmt, richtig. Ey, echt richtig. Ey, das ist mal ein Politiker, der es auf den Punkt bringt. Auch die beiden im vorhergehenden Video, ich glaube, der eine von den beiden war das sogar, die haben das auch schön auf den Punkt gebracht. Nein, das ist das falsche Zeichen, das völlig falsche Zeichen. Und das hat in diesem Stadtteil nichts zu suchen. Ganz und gar nicht. Ja, und die Bewohner freuen sich, wenn die Hebebühne fürs Vergolden auftaucht. Schmier dein Gold woanders hin. Naja. Ja, richtig, sagt's ihnen. Es gibt Ausnahmen. Dabei ist das doch nun wirklich ein Hingucker. Nee. Oder? Man guckt hin. Hingucker ist er so. Wenn jetzt einer hier nackig rumläuft, da guckt auch jeder hin, oder nicht? Ja, ist doch so. Ja. Boah, recht hat er recht. Also das ist geil. Also gut, okay, Hingucker, ja, okay. Aber wie gesagt, das kann man auch anders machen. Ja, genau. Aber nicht mit der goldenen Wand. Und ich finde das Plakat immer noch geil. Spiel dein Gold woanders hin, genau, würde ich auch so sagen. Cool. Ah, ist so. Und das ist von der Kulturbehörde, die das Geld gibt, auch genauso beabsichtigt. Jetzt kommt wieder irgendeine unsinnige Erklärung, warum das absolut toll sein soll. Das hatten wir ja schon im ersten Video und ich fand die Erklärung absolut bescheiden. Es bietet einfach die Möglichkeit, dieses Viertel zu kommunizieren und zu diskutieren und darüber nachzudenken. Moment mal, das war doch die gleiche Aussage, die wir vorhin im ersten Video schon hatten. Also beziehungsweise die im ersten Video genannt worden ist. Okay, Recyclingmaterial. Gut. Und wie das Viertel neuerdings kommuniziert wird. Unbekannte haben eine Farbattacke auf das von einem Künstler vergoldete Haus auf der Veedel verübt. Richtig so. Hoffentlich haben sie das Gold richtig schön getroffen. Aber wenn ich das so sehe, wenn das nicht gleich am Anfang war, passt das. Sie warfen blaue Farbbeutel auf die Hauswand und den Kranwagen. Aber... Hey, der Kranwagen kann doch gar nichts dafür, aber die Hauswand, blau und gold, auch nicht schlecht. Damit noch nicht genug der Kommunikation. Zwei Tage nach dem Farbbeutelanschlag auf das Kunstprojekt Veedel vergolden, hat es erneut eine Attacke gegeben. So ist das, wenn man sich intensiv mit Kunst auseinandersetzt. Was haben sie diesmal gemacht? Also ich finde das genial. Also ich muss sagen, richtig so. Zeigt denen, wo der Hammer hängt, beziehungsweise das Gold nicht hängen sollte. Es geht immer darum, es mal anzufassen. So, weil man sich es erstmal nicht vorstellen kann und denkt, na, vielleicht ist es ja doch noch nicht echt. Gestern mussten wir auch das Gold mal zum Probieren jemandem geben. Die hat es dann gegessen, weil sie es kannte sozusagen aus dem arabischen Raum. Da verwendet man es zum Teil bei Gerichten. Ja, das ist schön. Das ist aber auch deren Kultur. Und da macht das vielleicht auch Sinn. Aber das macht keinen Sinn. Und warum muss ich Gold anfassen, um es zu sehen, dass es echt ist? Nee, das muss ich nicht. Das ist völliger Unsinn.
Doch diese Kunst für 85.000 Euro könnte vielleicht nicht jedem schmecken. Stimmt, das schmeckt nicht jedem. Also mir schmeckt's definitiv nicht. Gut, ich habe auch schon mal ein Gericht gegessen, auf dem Blattgold war. Ich kann euch sagen, völlig geschmacklos. Also vom Geschmack her. Nicht geschmacklos vom Tun, sondern vom Geschmack her. Gold schmeckt nach nichts. Das ist dann etwas, was man bewusst macht. Und weiß Bescheid. Gut. Aber das da ist absolut blödsinnig und unsinnig und völlige Geldverschwendung. Ich sage es immer wieder in diesem Video und im Video davor habe ich es auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist Verschwendung. Das Geld ist anderweitig für diese Bürger, die dort im Vettel wohnen, anders besser angelegt. Als so, wie es da jetzt gemacht worden ist. Und ja, ich kann wieder nur sagen, Dankeschön, Childi, für diese Doppelfolge. Das ist echt genial. Ich fand es schön und toll und ach ja, jetzt muss ich meinen Blutdruck wieder nach unten bringen. Gut, ihr wisst ja, es macht schön zu liken, es macht schön zu abonnieren und eine Glocke aktivieren, da hört man noch was Schönes bei. Also wenn ihr das hier machen wollt, da unten habt ihr die Möglichkeit, etwas weiter unten habt ihr die Möglichkeit, auf den Link zu klicken zu diesem Originalvideo und euch das nochmal anzugucken und da ein Like und so weiter da zu lassen. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was man reacten könnte oder sonst irgendwas loswerden wollt, unten in der Kommentarsektion ist da auch Platz dafür. Ich würde mich freuen und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal auf Twitch bei mir vorbeischaut. Schaut einfach auch unten in die Videobeschreibung, da ist der Link zur zu meinem Twitch-Kanal verlinkt. Könnt ihr vorbeischauen, das mindestens einmal die Woche tue ich dort streamen. Außerdem, es kommt mir was dazwischen, was aber selten der Fall ist. Meistens sage ich es dann auch vorher an, also genau. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut euch noch ein paar Videos hier an, sind noch so ein paar da. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.